Jo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS15. So, müsste gleich 6:30 sein. Hinrich ist fertig mit Armbrot. Und da haben wir gesagt, Wetter ist noch gut. Da gehen wir noch ein bisschen Gras mähen, um Heu zu machen. Na, was wir runter haben, haben wir runter. Maschinen sind soweit auf dem Hof. Viecher sind versorgt. Ja. BGA ist auch satt. Da der Johnny gerade am Hof stand hier, sagen wir, nehmen wir den mal dazu. Penny hat eben auch schon Armut gegessen, ne? Wie spät ist das? Jo, 6:30, siehst du. Dann machen wir hinten das Stück mal eben abmobbeln da. Zumindest schon mal eben anfangen, ne? Haben zwar da so ein bisschen bewölkt angesagt, aber solange wie kein Regen ist, kriegen wir das hin. Dann kann das ein bisschen ablüften. Und je nachdem wie Zeit ist morgen, wenn die Sonne wieder scheint oder was, dann gehen wir dabei und schütten das durch. Dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen Heu wieder drin. Das sind nämlich fast alle in der Mischanlage. Und die Viecher selber und die Krippe haben auch nur noch das, was da drin ist. Ich habe keine Ballen mehr. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Na, seht ihr, hier müssen wir auch mal pressen. So, Janni ist fertig. Der hat alles durchgezogen. Der ist schon wieder los. Der hat noch zu tun heute, sag ich. Solange wieder Weiher gut ist. Wie dreschen. Doch, naja, der Montau. So, siehst du, das Stück können wir eigentlich abdödeln hier. Jo. Das war natürlich geistreich. Jawohl. Bisschen schneller darf er ruhig, ne? Der hat ja einigermaßen Kavum hier, der Trecker. So, dann mal los. Ja, siehst du, mach mal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Zetter habe. Und gleich noch nach Ernst August morgen einkaufen, was? Ja? Den großen? Nee, den mittelgroßen. Ich habe noch nicht den Original-Kuhn hier, sondern den eine Nummer größer von dem ganz kleinen da. Irgendwie so 8 oder 10 Meter oder 8 oder was der hatte. Weiß ich auch nicht genau. Ja, bis jetzt. Man sitzt so ein bisschen tief in dem Trecker, ne? Aber so finde ich den ja ganz nett. Aber naja, da krieg ich wieder da. Löpse ich eins Trech. Überlegen, ob ich mir vielleicht eine Rundbeinpresse holen. Wie viel man da rauskriegt, dann könnte man vielleicht sogar noch ein paar Siloballen machen, ne? So, Lockcode sonst. Einzig ein bisschen tief da drin. Das könnte ein bisschen, hätte ein bisschen höher gekonnt irgendwie. Aber naja, gut. Der läuft gut. Sound habe ich auch gut hin. Und so gefällt er mir. So. Das einzige mit dem. Da muss ich noch mal ein bisschen bei, aber das ist nicht so schlimm.
Na, da wird am Ende von der Sounddatei wird ein irgendwo drin sein. Nimmt man den Sound Editor. Ich glaube, dass ja eine Wiederholschleife ist und dann schneidet man den Rest da raus. Und nicht stumm machen, weil sonst sagt er nichts mehr in dem Moment. Und macht die Schleife einfach ein bisschen kürzer und fertig ist das. Und dann ist das raus. Na, ganz schönes Stück, du. Geht das denn hin da hinten ganz? Oha, ganz dürr. Ne, da wollte ich jetzt nicht anlangt, du. Erstmal hier. Erstmal das Stück hier. Geht auch ein gutes Bild ab. Mal leiden. Und leiden mögen muss ich das. Umso mehr Spaß macht das, ne? Ja, das ist so. Und darum werde ich auch den 15er weiterspielen. Erstmal, auf alle Fälle. Wird jetzt nicht abrupt aufhören hier, das. Nee. Für mich selber persönlich schon nicht. Nur weil alle anderen das machen oder ich sag mal viele Leute. Viele Gamer. Ne? 17 raus, alles andere weggeschmissen. Nee. So eine Umgebung und so was. Schöne Landschaft und so, die habe ich da nicht. Jedenfalls noch nicht. Ne? Wird irgendwann wieder auch kommen, ist klar. Aber bis das soweit ist, nee. Zumindest 25. und dann mal sehen, was die Modder eventuell schon vorbereitet haben. Ich habe da irgendwas ein bisschen Leuten hören. Mal, vor einiger Zeit. Dass das alles ein bisschen einfacher sein soll beim 17er jetzt. Weiß ich aber nicht. Ich hab's nur gehört. Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht einige Modder schon dabei sind und haben gesagt, die eine oder andere Map von mir, die konvertiere ich schon darüber und bastel die so zurecht, dass sie schon in der Startliga steht. Wäre natürlich eine tolle Sache. Weiß ich natürlich jetzt nicht, was ihr TSL-Modding macht da mit der Antico und Schöneberg und so, ob die denn, ob sie die noch hinbasteln für LS17, das wäre natürlich auch eine supi Sache, ne? Das sind so meine Favoriten. Naja, und diese hier, die Wendland, die werden wir vielleicht, doch, die werde ich hier glaube ich auch nochmal antüdeln. Die habe ich schon mal angespielt, die war mir in dem Moment, weil ich andere Sachen gemacht hatte, zu groß. Da war die auch teilweise auch so ein bisschen am Rummucken da und man muss immer gucken. Aber von der Landschaft wäre sehr schön, ja. Nicht bei dieser Map zum Beispiel, wenn ihr jetzt so euch die Grashöhe anguckt, ne? Die Schwadden hier, was der macht, das war ganz zu Anfang. Komm hier hoch. Sind die halben Trecker da drin versunken? Da musste ich dann auch erstmal bei. Ich sage, naja, die Map will ich unbedingt spielen, finde ich cool. Mag ich gerne. Ja, da musste ich dann rausfinden, wie man denn die Schwadden höher und breiter macht. Wenn man es raus hat, ist ganz einfach. Echt, super einfach. Kann jeder. Ne?
kann man denn, geben sie dir dann auch Daten vor, was man eintragen kann, aber ich bin dann einfach auf eine andere Map gegangen, habe gesagt, oh ja, bei der Map gefällt mir die Höhe und das finde ich gut so. Ne, diese sind jetzt zum Beispiel von der Tungsdorf. Und vorher, wenn du guckst, wenn du die anspielst, bei mir war es jedenfalls so, dass es der halbe Trecker im Gras gewesen. Das war so durchsichtig und alles irgendwie so. Und ich sag, nee, so, oh, schade, schade. Ja. Und dann habe ich mir, ja, ich glaube, von der Tungsdorf die Höhe genommen und habe die Daten da reinkopiert. Wenn ihr das wissen wollt, anschreiben, kriegen wir dann. Bastel dich was zusammen, lass uns das angucken. Und so kann man sich jede Map eben schnell hinbasteln. Das heißt, eigentlich jede Map kannst du die gleiche Schwarthöhe machen oder wie du willst oder wie auch immer. Ich einfach aus einer anderen Map rausgeholt, den kam, kopiert, das in dieser Map rausgenommen, in der i3D-Datei und von der Tungsdorf hier reinkopiert und zack, und fertig war das. Ganz einfach. Ah, der läuft prima. Ne, und wenn ich mir das jetzt so angucke, das mache ich klein. Ne, das wird nachher noch ein klein bisschen flacher, wenn das geschüttet ist. Oder, nee, weiß ich nicht, ein bisschen flacher, aber ein bisschen höher, je nachdem, das passt aber. Weil echt, das ist ja auch nicht, dass der halbe Trecker da im Gras versinkt. Vor allen Dingen, ne, so hoch ist es gar nicht. In echt jetzt, so wenn es steht, wenn es noch, ne, noch nicht gemäht ist. Ja, das sind manchmal so, so kleine Punkte, die werden ab und zu mal übersehen von den Moddern, kann sein oder was. Ist auch nicht so schlimm. Wenn man weiß, wie man sich da behelfen kann, dann ist das ja kein Thema, macht man das mal eben selber und wupp, wupp und fertig. Ne? Das finde ich jetzt, wenn ich so hinten rausgucke, das passt. Das war bei der Polau-Map auch. Die fand ich richtig gut zu der Zeit, rausgeholt, angefangen zu spielen, Gras gemäht. Ich weiß nicht, Viertelstunde habe ich darauf rumgeguckt, habe ich wieder rausgeschmissen. Da wusste ich aber auch noch nicht, wie es geht. Ach nee, tut mir leid, versaut mir den ganzen Spielspaß. Mir jedenfalls, ne? Ja, aber wie gesagt, das habe ich auch schon mal gesagt, da bin ich so ein kleiner Fuchs drin, ne? In so ein bisschen, das muss so ein bisschen zusammenpassen. Und da gehe ich auch nach dem Motto, weniger ist oft mehr. Ne? Das stimmt, da ist was dran. Qualität, nicht Quantität. Ne, deswegen muss ich mir auch nicht jeden Mod reinziehen oder so. Das muss schon passen. Ich suche schon lange genug rum. Gut, den einen oder anderen, den ich auf der Map hatte, den hast du dann auch ausprobiert und ja, war dann nix und so und runtergeladen, aber irgendwo kann man von einem Mod immer irgendwas gebrauchen. Bei einem zum Beispiel war die Grafik total Müll irgendwie, aber der Sound, der war gut. Auch so ein Yandere war das, glaube ich. Ja, für mich privat umbauen. Darf ich ja nicht weitergeben, weil dem einen gehört der Sound, der andere das, aber ich kann euch das zeigen, wie man das macht. Ne? So, und schon hatte ich den einen mit schlechten Sound, der aber gut aussah, mit dem guten Sound von dem anderen, der schlecht aussah, und hatte einen feinen Trecker, ne? Bin jetzt auch nicht der Supermodder oder irgendwas, auf keinen Fall. Das ist alles so für einen Hausgebrauch hier. Und da möchte ich behaupten, das langt. Ja. Habe ich dann aber auch viele, viele, viele Stunden beigesessen. Das zusammenzählt so. Bestimmt ja. Und noch länger. Aber es hat mir Spaß gemacht. Das ist der Unterschied. Dann merkt man das nicht so, ne?
herrliches Wetter draußen, ja. Dann macht das doch noch Spaß, das abzumoppeln, ja. Siehst du, dann kommen wir der Sache wieder ein bisschen näher, machen wir noch ein paar Heuballen. Ein bisschen lose Stroh noch in die Mischanlage fahren, ins Lager. Ein paar Strohballen noch auf dem Lager bei uns für die Kühe zum Streuen und so. Ein paar gehen noch nach Reifeisen hin, ja, und dann sind wir eigentlich soweit durch, denkt man den Rest. Und zwischendurch kann man ja noch einen ansetzen mit Pflügen oder so. Das kann ja zwischendurch machen. Hier Eche oder was, ne? Wie doof. Gülle fahren müssen wir noch. Kann vielleicht auch Dings machen, ja, dann. Hier Inge. Oder Eche oder was, ist egal. Da wollen wir mal sehen. Vielleicht hole ich auch noch einen Lohner, mal gucken. Ich muss mal hin nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Gülle da noch drin ist im Dings. In der BGA oder so. Ob sich das lohnt mit einem Lohner. Was kommt denn mit einem riesen Güllefass an oder was? Und das kaum was drin, da dreimal fahren oder was? Das lohnt nicht, das ist zu teuer. Dann kannst du auch selber machen, ey. Vom Buten. Jau, jau. Gibt schönes Bild. Jau, und dann war's das auch schon wieder, liebe Leute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dass ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf. Bis dahin. Sitau, euer Butcher. Tschüss.